willkommen zu meinem Drum-Tutorial. Ich bin Vanessa und das heutige Video handelt über Up-and-Down-Strokes, Full-Strokes und Tabs und wie wir dadurch unsere Spieltechnik im Drumset weiter verbessern können. Ihr könnt die Übungen sowohl auf dem Pad als auch auf eurer Snare bzw. auf eurem Set verteilt spielen. Ich empfehle euch allerdings, erst einmal auf dem Pad zu beginnen, damit ihr euch voll und ganz auf die Bewegungsabläufe konzentrieren und diese festigen könnt. Wir beginnen erst einmal mit den Full-Strokes. Dazu nehmen wir den Stick und beginnen von oben und lassen den Stick sozusagen fallen. Danach nutzen wir den Rebound aus und gehen mit diesem Schwung wieder nach oben. Der Stick sollte dazu mindestens einen 90-Grad-Winkel erreichen. Passt aber dabei auf, dass die Bewegungen aus dem Handgelenk kommen und nicht aus dem Arm. Wie ihr sicherlich schon gemerkt habt, ermöglicht uns der Full-Stroke einen lauten Schlag mit geringem Kraftaufwand. Jetzt machen wir aus dem Full-Stroke einen Down-Stroke. Dazu starten wir wieder von oben, lassen unseren Stick wieder fallen. Doch diesmal nutzen wir nicht den Rebound aus, um wieder nach oben zu gelangen, sondern wir schließen unsere Finger und stoppen den Stick kurz vor der Oberfläche unserer Trommel oder unseres Pads. Auch damit erzielen wir wieder einen betonten Schlag. Wenn das klappt, könnt ihr die beiden Strokes mit folgender Übung kombinieren. Ihr macht zuerst zwei Full Strokes und anschließend einen Down Stroke. Nachdem wir nun den Unterschied zwischen Full- und Downstrokes kennen, widmen wir uns den Tabs. Das sind die wohl meist verwendeten Schläge beim Spiel. Hierzu reichen uns kleine Bewegungen aus dem Handgelenk, mit denen wir sanft die Oberfläche antippen. Achtet dabei auf einen leisen und gleichmäßigen Sound. Jetzt bringen wir diese drei Strokes in folgender Übung zusammen. Wir spielen zuerst einen Full-Stroke, gefolgt von einem Down-Stroke und einem Tap. Achte darauf, dass ihr eine flüssige Bewegung macht und die Taps schön leise bleiben. Full-Stroke, Down-Stroke, Tap. Vergesst hierbei, wie bei allen Übungen, nicht beidhändig zu üben. Nun kommen wir zu den Upstrokes. Diese helfen uns beim geschmeidigen Bewegungsablauf und bei der Optimierung unseres Sounds. Dazu halten wir den Stick knapp über unser Pad und ziehen unser Handgelenk nach oben, fast als würde es an einem Faden nach oben gezogen werden. Der Schlag ist sozusagen ein Nebenprodukt unserer Bewegung. Jetzt kombinieren wir unsere Downstrokes mit den Upstrokes, indem wir diese abwechselnd spielen. Achtet hier darauf, dass ihr den Stick wieder über einen 90-Grad-Winkel bringt und eine geschmeidige Bewegung macht. Nun kennen wir die vier wichtigsten Strokes und bringen diese in einer weiteren Übung zusammen. Wir machen zuerst einen Full-Stroke, gefolgt von einem Down-Stroke, dann kommt ein Tap und zuletzt der Up-Stroke. Full, Down, Tap, Up.
Achtet auch hier wieder darauf, dass die Bewegungen flüssig sind und ihr eine entspannte Haltung habt. Nach diesen Übungen sind wir bereit, unseren Strong-Set zu setzen. Wir schauen uns jetzt die einzelnen Strokes noch einmal kurz an ein paar Groove-Beispielen an. Wir beginnen wieder mit den Full-Strokes. Dann schauen wir uns noch einmal die Down-Strokes an. Ihr werdet bemerken, dass es sich ja auch hier wieder anbietet, ebenfalls mit Up-Strokes zu spielen. Das ist unser Down-Stroke. Mit der rechten Hand machen wir bereits den Up-Stroke. Als nächstes schauen wir uns die Tabs noch einmal an. Und zu guter Letzt noch einmal eine Kombination aus Down- und Up-Strokes. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, wie kann mir das nun dabei helfen, mein Soundverhältnis zu verbessern und mir das Spielen erleichtern? Ganz einfach. Nehmen wir zum Beispiel mal einen Shuffle Groove. Ich spiele euch den mal mit Up- und Down-Strokes vor. Wie ihr hört, klingt der Shuffle ausgewogen. Jetzt spiele ich den Shuffle einmal mit Tabs. Der Sound ändert sich und hat weniger einen ausgewogenen und laufenden Charakter. Vor allem, wenn man nun versucht, schneller zu spielen, kommt man mit Tabs schnell ans Limit und man müsste weiter aus den Fingern spielen. Dabei läuft man aber Gefahr, dass der Shuffle nicht mehr gleichmäßig ist. Deshalb empfiehlt es sich auch hier auf jeden Fall, die Up-Down-Bewegungen zu verwenden. Diese ermöglichen uns ein gutes Feel, auch noch im schnelleren Tempo. Und jetzt noch einmal im Vergleich, wie sich der Sound im binären Kontext ändert. Dazu nehmen wir einen einfachen Beat, den ich im zweitaktigen Wechsel zuerst mit Tabs vorspiele und anschließend mit der Up-Down-Bewegung. Hier kommt es natürlich darauf an, was für einen Sound wir haben wollen. Aber es empfiehlt sich, beide Varianten zu beherrschen, um stilistisch flexibler zu werden. Versucht euch einfach, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, was für einen Stroke ihr gerade spielt, sobald ihr euch ans Set setzt und versucht, mehr Upstrokes in euer Spiel einzubinden. Ihr werdet merken, wie sich mit der Zeit euer Soundverhältnis und Spielgefühl dadurch verbessern wird. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt mir einfach eine Nachricht. Bis zum nächsten Mal. Nicht vergessen, Übung macht den Meister.